Der Planet Saturn ist bekannt für seine majestätischen Ringe, doch woraus bestehen die eigentlich? Das erfahrt ihr in diesem Video, also bleibt dran, abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Herzlich willkommen! Der Saturn ist wirklich beeindruckend. Ein echter Planet der Superlative. Zwar ist er nicht ganz so groß wie Jupiter, Jupiter ist etwas größer, doch wie ihr in diesem Bild hier seht, ist er immer noch viel, viel größer als die Erde. Dabei gehört Saturn zu den Gasplaneten, das heißt, er hat keine feste Oberfläche, sehr wahrscheinlich einen festen Kern, aber im Großen und Ganzen besteht er einfach nur aus einer gigantischen Ansammlung von Wasserstoff und Helium. Über Saturn gibt es eine Menge kuriose Fakten zu berichten. Zum Beispiel würde er auf Wasser schwimmen. Stellt euch mal vor, ihr habt eine gigantische kosmische Badewanne, eine sehr, sehr große Badewanne und werft Saturn wie so ein Quietscheentchen da rein. Dann würde er eben auf der Oberfläche schwimmen und nicht untergehen. Und das liegt daran, dass seine Dichte geringer ist als die von Wasser und damit würde eben auf der Oberfläche treiben. Alle anderen Planeten, auch die anderen Gasplaneten, Jupiter, Uranus und Neptun, die würden alle wie Steine untergehen. Da passt es ja ganz gut, dass Saturn einen gigantischen Schwimmreifen hat, nämlich seine Ringe. Ich sage absichtlich Ringe, denn viele Leute glauben, er hätte nur einen großen Ring. Dabei handelt es sich hier um unfassbar viele. Mittlerweile glaubt man, dass Saturn über 100.000 Ringe besitzt. Erst die Bilder der Voyager-Sonden haben das gezeigt, die an Saturn vorbeigeflogen sind und also erstmalig detaillierte Aufnahmen des Ringsystems gemacht haben. Und auf diesen Bildern sieht man sehr gut, dass die Ringe unterteilt sind und es zwischen den einzelnen Ringen oftmals sogar große Lücken gibt. Am Anfang war man sich nicht sicher, wie diese Lücken zwischen den Ringen entstehen. Mittlerweile weiß man, dass sie durch die Monde von Saturn entstehen. Saturn hat nämlich die meisten Monde des Sonnensystems, 82 Stück. Und diese Monde, ja, bewegen sich also um Saturn durch die Ringe durch und bilden dabei diese Lücken. Man nennt einige von Saturns Monden deswegen auch Schäfermonde, weil sie wie so ein Schäferhund quasi die Ringe auseinanderhalten und voneinander trennen. Das Ringsystem von Saturn ist auch super dünn. Es beträgt in der Dicke, also quasi von oben nach unten, nur 10 bis zu einigen 100 Metern. Ist in kosmischen Maßstäben gar nichts. Das heißt, Saturns Ringsystem ist höchstens so hoch wie ein durchschnittliches Hochhaus auf der Erde. Und es ist aber im Durchmesser sehr, sehr viel größer. Es erstreckt sich nämlich bis zu einigen Millionen Kilometern um Saturn herum. Der größte Ring ist der sogenannte Phoebe-Ring und der erstreckt sich bis zu 32 Millionen Kilometer um Saturn herum. Das ist ungefähr ein Fünftel des Abstands zwischen Erde und Sonne. Schaut euch mal dieses Bild hier an, da seht ihr, dass Saturn ganz klein in der Mitte zu sehen ist und wirklich in einem gigantischen Abstand gibt es noch diesen Phoebe-Ring. Das heißt, die Schwerkraft von Saturn, die reicht bis zu diesem weit entfernten Punkt. Aber woraus bestehen die Ringe denn nun? Sie bestehen einfach nur aus jeder Menge Dreck, könnte man so sagen. Es ist nämlich einfach Staubkörner, Eisbrocken und Gesteinbrocken. Also das Zeug, was eben einfach so im Weltraum rumfliegt, das sammelt sich auch ringförmig um Saturn an. Dabei sind die Brocken meistens sehr klein, also es gibt wirklich mikroskopisch kleine Staubkörner, mini kleine Steine bis zu Steinen, die mehrere Kilometer im Durchmesser sind, aber so richtig groß sind die Objekte in dem Ring nicht. Also eine gigantische Ansammlung von jeder Menge Weltraumdreck. Wie kommt ein Planet zu so einem majestätischen Ringsystem? Das weiß man nicht so genau. Die gängigste Hypothese ist, dass das irgendwie aus einem Mond von Saturn entstanden sein muss. Also vielleicht hatte Saturn mal einen Mond, den es nicht mehr gibt, und der ist so nah an Saturn rangekommen, dass die Schwerkraft und die Gezeitenkräfte von Saturn ihn komplett zerrissen haben. Das heißt, der ganze Mond hat sich in seine Einzelteile zerlegt und diese Einzelteile fliegen heute als Ring um Saturn rum. Also dann wäre es irgendwie der Leichnam eines zerfetzten Monds. Könnte auch sein, dass Saturn einen Mond hatte, der durch eine Kollision zerstört wurde, weil vielleicht ein anderer Mond gegen ihn gekracht ist oder ein Asteroid oder Komet. Auf jeden Fall spricht sehr vieles dafür, dass das aus den Einzelteilen eines Mondes besteht. Und die jetzt noch vorhandenen Monde von Saturn, die vergrößern die Ringe auch. Denn ich habe ja schon gesagt, viele Monde rasen durch die Ringe durch und werden dann wie so durch Schmirgelpapier abgeschmirgelt. Und das ganze abgeschmirgelte Material ergänzt dann den Ring. Und so werden die Ringe immer, immer größer. Auch die anderen Gasplaneten haben Ringe,
Jupiter, Uranus und Neptun, die sind zwar nicht so beeindruckend, aber teilweise auch echt seltsam. Der Ring von Uranus, der ordnet sich nämlich nicht so kreiselförmig um den Planeten an, sondern eher vertikal. Warum das so ist, das erfahrt ihr in diesem Clip von mir. Warum ist Uranus umgekippt? Schaut mal rein. Und falls ihr Fragen zu Saturns Ringen oder zu Saturn selber habt, dann postet sie in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut!